Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die alljährliche Vitrinenausstellung von Aldi in Tüdern ist draußen. Ich komme gerade von da, es ist jetzt 9 Uhr morgens, Dienstag, 14. November. Alle Produkte, die ihr hier seht, gibt es in jedem Aldi. Egal aus welchem Bundesland ihr kommt, egal ob Aldi Nord oder Süd, es spielt keine Rolle. Diese Artikel gibt es überall. Es gibt hin und wieder hier und da mal regionale Unterschiede. Einige Aldis werden Nico-Produkte haben. Es kann vielleicht auch mal sein, dass einige Aldi-Filialen Produkte haben, Auslaufartikel. Das glaube ich aber nicht. Wir alle wissen ja, was im letzten Jahr alles los war in den Läden. Und ja, Preise sind noch nicht da. Diesbezüglich wird es noch ein Update geben, wenn die offiziellen Preise alle draußen sind. Es gibt allerdings Gerüchte. Da gehe ich dann gleich nochmal drauf ein, auf die einzelnen Produkte. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Produkte. Hier haben wir die Euphorica. 139 Schuss, 1,8 Kilogramm NM. Letztes Jahr hat die 99,99 gekostet. Die soll dieses Jahr 119,99 kosten. Ist aber auch nur ein Gerücht. Ist aber ein ganz tolles Teil. Den kann man sich mitnehmen. Dann haben wir die Sky of Diamonds, die hat letztes Jahr 50 Euro gekostet. Was sie dieses Jahr kostet, keine Ahnung. Dann einmal die Ironheart. Ironheart hat 25 Euro gekostet. Ja, das sind hier drei Batterien. Ich glaube, das hier ist die Alligator, das hier ist die Poison. Und das kommt mir auch sehr bekannt vor. Ich glaube, Parsival oder so, müssen wir gleich mal schauen. Letztes Jahr 25 Euro, was die dieses Jahr kostet, mal gucken. Die Dreamcatcher. Die hat letztes Jahr 30 Euro gekostet, ist auch ein Verbund von drei kleinen Batterien. Ja, der ist nicht so toll. Final Showdown. 600 Gramm NM, kostet auch 30 Euro. Also letztes Jahr hat es 30 Euro gekostet. Das ist auch ein Verbund von drei einzelnen Batterien. Und hier sehen wir nochmal 2024. Also das ist alles echt. Das ist auch alles abgesegnet und auch real, also kein Fake oder so. Da könnt ihr euch sicher sein, dass es diese ganzen Produkte auch geben wird. Dann haben wir die Midnight Hunter, aber das ist auch hier, glaube ich, Alligator, Poison und irgendwelche Rüli-Dinger. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die mehr wie 20 Euro kostet. Würde ich liegen lassen. Die Witchcraft hat letztes Jahr 13,99 gekostet. Die soll gar nicht mal so schlecht sein für den Preis. Was die jetzt kostet, müssen wir mal gucken. 250 Gramm NM. Ja. Dann haben wir hier, das ist die Heavy Metal Reloaded. Und hier kommt der erste Preiskracher. Die hat letztes Jahr 12,99 gekostet. Und die soll jetzt 5 Euro teurer geworden sein auf 17,99. Ja. Ich denke für den Preis, also das ist meine Lieblingsbatterie von Aldi. Ich denke, für den Preis, ja, kann man das auch noch machen. Ja, ist halt so. Wir haben die Galaxy 2x100 Schuss Röhli Batterie. Das sind zwei jeweils 100 Schuss Kometenaufstieg Batterien. Ja, ist ein absoluter Standardpreis. Letztes Jahr 10 Euro. Was sie dieses Jahr kostet, müssen wir mal schauen. Dann haben wir die Big Boombastic. Die Big Boombastic hat letztes Jahr einen 10er gekostet. Mal gucken, was die dieser kostet. Dann die Blowout. Das ist die einzige Batterie, bei der ich ziemlich genau weiß, dass die nicht teurer wird. Die kostet, glaube ich, hat letztes Jahr genau 19,99 gekostet, also 20 Euro. Und der Preis soll so bleiben. Und für den Preis ist die, ja, die gibt es auch von Keller. Von Keller Komet. Ich glaube, Thomas Phillips hatte die angeboten für 12,99, ist dasselbe. Die habe ich auf Silvester geschossen gehabt. Ja gut, 20 Euro, aber der Preis, der wird ziemlich sicher so bleiben. Dann haben wir die Dragonfire. Hat letztes Jahr 20 Euro gekostet. Was die diesmal kostet, müssen wir mal schauen. 51 Schuss. Ja, müssen wir mal gucken. Wenn der Preis bleibt, denke ich, ist in Ordnung. Dann haben wir die erste Neuheit. Oder auch nicht. Das ist die Rowdy XXL Palmstar Fächerbatterie. Ja, das Ding ist 7 Jahre alt. Aldi hat die jetzt im Sortiment. Wo es die vorher zu kaufen gab, keine Ahnung. Aber ja, es gibt ein Effektvideo von Weco.
wie gesagt, das Ding ist 7 Jahre alt und das ist auch so ziemlich... Ach ja, ich weiß auch nicht. Also es gibt keine Neuheiten, es gibt gar keine Neuheiten. Eternity hat letztes Jahr 15,99 gekostet. Das sind hier Salvenbatterien, hier haben wir Falling Leaves Effekt und Zerleger. Die ist eigentlich ganz gut, hat letztes Jahr 15,99 gekostet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dieses Jahr ein bisschen teurer wird. Die Rockstar hat letztes Jahr 13,99 gekostet und ja, die wird mit Sicherheit auch teurer werden. Hier könnt ihr nochmal ein Foto machen und euch die Effekte anschauen. Und übrigens, der Feuerwerk News hat heute Morgen ein Video hochgeladen mit allen Aldi-Produkten mit Effektvideos. Der Link ist oben in der Videobeschreibung, könnt ihr euch anschauen, wenn ihr die ganzen Effekte von den ganzen Batterien sehen wollt. Ja, schaut da gerne mal vorbei. Tristan hat letztes Jahr 4,99 gekostet. Wie viel die jetzt kostet, müssen wir mal sehen. Aber das war so, ja, in den Top 10 Aldi-Artikel mit dabei. Wenn die dieses Jahr 5,99 kostet, ist sie auch noch in Ordnung, aber teurer nicht. Ja, die kann man sich mitnehmen. Wir haben die Poison, die hat letztes Jahr 3,99 gekostet. Die soll dieses Jahr 4,99 kosten. Immer noch okay. Dann haben wir hier die Pegasus. Der Preis lag letztes Jahr bei 2,99 und dieses Jahr mit Sicherheit bei 3,99. Dann haben wir hier die Artus, die hat 2,99 gekostet. Ich glaube, die bleibt doch so. Wer hat gesagt, die Eruption oder Eruption fliegt raus? Die ist mit drin, hat letztes Jahr 2,99 gekostet. Ist eine, ich glaube, das ist eine reine, nee, ja doch, Multi-Feuertopf-Batterie. Ist eine reine Feuertopf-Batterie. Kann man sich getrost mitnehmen. Schweizer Vulkane haben 8,99 gekostet und so viel ich weiß, kosten die dieses Jahr 9,99. Also die wird es hundertprozentig nicht für 8,99 geben. Die kostet bestimmt einen 10er, wenn nicht sogar 11 Euro, glaube ich aber nicht. Ich denke mal 10 Euro wird die kosten. Dann haben wir hier die Copernicus, das ist ja bis 15 mm Kaliber, 86 Schuss und die hat nur 200 Gramm. Die hat letztes Jahr 9 Euro gekostet, ich denke mal, die kostet dieses Jahr 10 Euro. Keine Ahnung, mir gefällt sowas nicht. Dann haben wir die Parsival. Die Parsival hat letztes Jahr 7 Euro gekostet. Die wird auf jeden Fall auch teurer sein. Also da bin ich fest von überzeugt. Die hat auch nur 200 Gramm NM. Mal gucken. Drachenfeuer hat letztes Jahr 7 Euro gekostet. Ich denke, der Preis bleibt gleich. Die ist so schon ziemlich teuer. Also, ja... Die hat sowieso keiner mitgenommen, die lag am Silvestertag, also ja, am 31. Dezember lag die da noch rum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die teurer wird. Van Gogh hat letztes Jahr 7 Euro gekostet, ich glaube, die wird dieses Jahr 1 Euro teurer. 15 mm Batterie, ja, die gibt es auch im Lidl, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Mal gucken, hier sind nochmal ein paar Effekte. Wir haben hier... Raketensortimente, das Avalon hat 10 Euro gekostet, Ivanhoe hat 10 Euro gekostet und viel Glück Raketen haben 10 Euro gekostet. Da muss man mal gucken, ich habe da keine Informationen zu. Wir haben das Camelot, das hat letztes Jahr 19 Euro gekostet. Bei dem Camelot soll die Sonne raus sein. Ich habe da noch andere Bilder, wir schauen mal eben. Wir haben hier Feuervogel, ja, da ist die Sonne raus. Da war auf jeden Fall eine Diamantsonne drin. Jetzt ist da keine Sonne mehr drin. Jetzt sind Feuervögel drin. Anstatt der Sonne sind jetzt Feuervögel drin. Donnerschläge sind gleich geblieben. Und Kanonschläge waren drin. Die sind auch nicht mehr drin. Stattdessen sind riesen China-Böller D drin. Ja. Und Pyrokreisel und ich glaube Wunderkerzen sind das. Keine Ahnung. Also keine Diamantsonne im Camelot. Ist das das Camelot? Das muss das Camelot sein. Ja, ich sehe das richtig. Also keine Sonne drin. Keine Kanonschläge drin. Stattdessen sind D-Böller drin. Oder Donnerschläge heißen die jetzt. Donnerschläge 4 Superböller. Die waren vorher auch drin. Und D-Böller sind drin. Ja, ist richtig. Und wir haben hier auf dem Boden das Lancelot. Das gab es vorher auch in so einem Tütchen. Ist jetzt in einem Karton drin, weniger Plastik. Hier sehen wir es nochmal.
Das ist das Camelot nochmal, Raketensortiment. Viel Glück, Ivanhoe. Und eine Neuheit, oder auch nicht, das Star Hunter. Das Lollipop ist rausgeflogen, das gibt's nicht mehr. Und das hier ist das Family Star aus dem Penny. Das hatte mal 5,55 gekostet, dann runtergesetzt auf 4,44 €. Dann ist es rausgeflogen. Dann war es, glaube ich, 2 oder 3 Jahre lang nicht mehr da. Und jetzt hat es Aldi wieder reanimiert und ins Sortiment aufgenommen. Das Star Hunter ist das Family Star vom Penny. Preis, ich denke mal, das wird 5,99 € kosten. Ist eine Vermutung von mir. Aber wie gesagt, Preisupdate gibt es noch. Wir haben hier das Pyro Superstars. Das hat 4,99 € gekostet. Das soll 1 € teurer werden auf 5,99 €. Partyfieber, bisschen Tischfeuerwerk, ein Packung Knallerbsen. Dann haben wir hier das Jackpot-Sortiment. Preis hat letztes Jahr 6,99 € gekostet. Müssen wir gucken. Hoffentlich wird es nicht teurer. Ich habe das mal gern gekauft. Double Power. Preis lag bei 3,99 €. Ist jetzt auch wieder drin. Und dann haben wir hier das Art of Light Leuchtfeuersortiment. Ich bin ja so ein Leuchtfeuerwerks-Fan. Hier Supernova, Jackpot oder Art of Light habe ich immer gerne mitgenommen. Hat 10 € gekostet. Was dieser kostet, müssen wir mal sehen. Hier sieht man nochmal Art of Light. Dann haben wir das Supernova, hat 30 € gekostet. Soll auch teurer werden auf 32,99 €. Aber auch hier ist der Preis abzuwarten. Hier sehen wir nochmal das Camelot im Hochformat. Ja, Sonne ist weg. Und die Kanonenschläge sind auch weg. Avalon nochmal, Star Hunter nochmal und hier nochmal die Vitrinausstellung. Ja, das war das Aldi-Prospekt. Diese, wie gesagt, diese Produkte gibt es in jedem Aldi, egal ob Nord, egal ob Süd, egal welches Bundesland, spielt keine Rolle. Es gibt Aldi-Filialen, da gibt es noch Nico-Artikel. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, wenn ihr noch mehr Prospekte sehen wollt. Ich werde das wie letztes Jahr machen, ich werde alle Prospekte durchrattern, die es gibt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann und ciao.